Freunde, wir stecken in der Klemme der Zweite und Stan, ihr Leistungsgesellschaft. Herzlich willkommen. Servus Jürgen. Grüß Gott. Du hast es getan, tatsächlich. Ja. Und wirklich. Ja. Live und im Bund. Na, live nicht. Live nicht, aber nein. Doch, es aber ist geschehen. Mal kurz eine Erklärung. In einem der vorherigen Videos, ist schon ein bisschen länger her, aber auch im Zuge des Monats spezial, hast du uns ja zwei kleinere Sets gezeigt, ne? Richtig, ja. Von Segao waren das damals, so kleine Häuser, die waren hinten offen und so weiter. Und da hast du ja auch schon gemeint, okay, du wirst die irgendwie zusammenschmeißen und da ein richtiges Modulator aufbauen. Ein 32 Noppen breites, ja. Genau. Und da steht es eigentlich. Ne? Ja, richtig, ja. Und jetzt wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie kreativ du bist, was du so drauf hast. Na, drauf habe ich ja nicht viel. Das ist richtig, aber ein bisschen was. Naja, dass das jetzt so dasteht. Das ist immer schon mal was, ja. Hast du jetzt tatsächlich nur die zwei Modulars jetzt verwurstet, oder? Nein, es sind ein paar Teile noch zusätzlich reingekommen. Man muss aber sagen, wenn man dann auf die Details eingehen, kann man das dann eh auch nochmals sagen, aber es sind an sich schon so viele Teile drin, dass man keine dazu nehmen müsste. Okay, du hast es aber aus ästhetischen oder was auch immer. Naja, es ging ja darum, ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen so, dass wie soll man sagen, die Herkunft bestehen bleibt. Also, dass es ein Wiedererkennungswert da ist. Und in zwei kleinen, ja. Mhm. Genau, dass man schon sieht, okay, das sind irgendwie diese beiden Modelle. Mhm. Und ich denke mir mal, dass habe ich doch so ein bisschen habe ich das geschafft, glaube ich. Ja. Und man kann es erkennen, natürlich in erster Linie aufgrund der Farben, ist ganz klar. Ja. Und auch der Markisen, die waren ja. Ja. Das sind einfach so diese Punkte, die einem sofort ins Auge fallen, ne? Wenn man die Modulas sieht. So gesehen hast du das ja geschafft. Also das Zitronengelb, das Weiß und vorne gibt es ja dann vom Chinesenrestaurant diese Markisen oder was das war. Ja, genau. Ja, genau. Die waren vorher zusammen, das war 8 breit. Mhm. Ja. Ja. Na gut, dann. Wie hast du dir getan, jetzt mal bevor wir es uns anschauen, wie hast du dir das so getan? War es doch schwieriger als du dachtest oder war das kein Problem? Naja, so ein bisschen umherum gebaut hat man schon. Also ich habe ja ursprünglich vorgehabt, das Ganze einfach nur schmäler zu machen auf 2x16. Mhm. Das Problem dabei ist aber, dann, also dadurch, die ja hinten offen waren, wäre vorne nicht viel genug Material weggefallen, dass du hinten noch eine Wand bauen kannst. Ja, klar. Also das war der Ursprungsgedanke, das hat sich aber leider dann nicht so erfüllt. Mhm. Und daher bin ich dann dazu übergegangen, zumindest aus diesen beiden Geschossen, das wirklich aus beiden Häusern quasi zusammenzubauen. Okay, verstehe. Jetzt sagen wir, drehen das mal um. Damit wir hinten sehen, da gibt es nämlich einen Gastgarten, wenn man so möchte. Ja, genau. Das ist recht lieb gemacht. Gibt einen schönen Baum, so ein alter schöner Baum. Genau. Und ein paar Sitze, ein paar Tische. Da habe ich dann gedacht, weil das war ja vorher am Gehsteig. Richtig. Straßenseitig habe ich immer gedacht, was macht man da hinten? Es ist von den Noppen her ein wenig breiter als bei anderen Modulars. Mhm. Da haben wir gedacht, das geht sich schön aus mit diesen Sitzen hier. Ja, ist wirklich hübsch, weil vorne hast du quasi die Eingänge. Nein, es ist jetzt nur mehr einer. Ah, ist nur mehr ein Eingang. Einer ist ja nach hinten gewandt. Okay, dann hast du vorne quasi den richtigen Eingang und hinten hast du dann quasi den Ausgang zum Gastgarten, zum Schanigarten. Genau. Wenn es schön ist, kann man dann draußen sitzen und sich die Kalzone reinpfeifen. Das passt. Ja. Oder was auch immer, ne? Ja. Und da oben gibt es noch eine Terrasse, und da oben gibt es noch eine Terrasse. Die war ursprünglich auch so, mhm. Das Ganze ist nur breiter geworden. Ja. Also das zweite Geschoss besteht quasi hauptsächlich aus dem ersten und dem zweiten Stock von diesem Modulär. Okay. Genau. Gut, dann nehmen wir es mal auseinander. Jetzt schauen wir mal, was da drinnen passiert ist. Passiert ist. Also. Das Dach hier kommt mal runter. Das Dach hat da sich nicht allzu viel getan. Das Dach ist absolut so geblieben, wie es war. Genau. Also der Schmuck, die Leere. Ja. Genau. Das. Da ist nicht viel passiert, aber muss ja nicht. Ne? Muss nicht, nein. Das war ja auch nicht die Aufgabe, sondern es war die Aufgabe aus dem Bestehenden, was man hat, was Neues zu bauen. Ne? Und da, genau. Ja, gut. Genau, dann haben wir dieses Geschoss. Das hat sich so an und für sich nicht verändert.
Die Terrasse blieb gleich mit den beiden Katzen. Das Einzige, das dazu kam, ist hinten die Wand mit den Fenstern. Mhm. Die Teile blieben alle tatsächlich nach dem Umbau über. Also das ja. kann man so bauen. Damals ja quasi ein Stiegenaufgang, quasi ein Vorzimmer, wenn man so will. Ne? Ja. Also da. Das Badezimmer hat sich auch geändert. Da haben wir, schauen wir, zeigen wir es vielleicht in die Kamera. Nochmal, ich übernehme da. Da, so. Wie man das sieht, die Tür ist wurscht. Da haben wir so eine kleine Abstellgelegenheit, ein Sideboard oder wie auch immer man das nennen möchte, als Stellage. Und ja, da geht es dann raus in die Privatterrasse, wenn man so will. Genau, genau. Das, genau, und vorne, da haben wir ein bisschen eine Verzierung, aber da wird sie auch nicht so allzu viel getan haben, glaube ich. Nein, da hat sich gar nichts getan. Das ist das Fenster im völligen Originalzustand. Auch das Dach hier. Mhm. Ja, genau, das Dach. Das genau. Da kann man sich erinnern. Das ist schon genau. mal schön. Dann haben wir hier, da habe ich gerade überlegt, was ich gemacht habe, aber tatsächlich ist nicht viel passiert. Diese Wand hier, die war vorher gerade. Mhm. Und jetzt, ja genau, diese Wand zum Badezimmer. Das Badezimmer an sich habe ich nicht geändert. Nur die Ecke kam dazu. Ja. Ansonsten kam hier diese Wand dazu. Mhm. Die habe ich. Das sind Steine, die nicht mehr da waren, beziehungsweise die Fenster schon. Und auch dieses Panel. Mhm. Und der Rest hast du quasi dazu. Genau, genau. Und die beiden Säulen. Mhm. Ich habe dann hier mit Slopes gearbeitet. Und ich dachte mir, ja, das sieht ganz gut aus. Die Teile hatte ich aus einem Wangi-Set. Ja. Genau. Ja, jetzt haben wir nochmal da. Ansonsten ist dort auch hier ist die Front völlig gleich geblieben. Ja. Aber durch diese 90 Grad Wand kommt ein bisschen irgendwie Stimmung rein. Es ist schwer zu erklären, wie ich das meine, aber das war ein guter Zug. Somit wird aus dem Badezimmer ja quasi ein Zimmer. Ne? Ja. Und da haben wir eben dann die Fassade. Die kennt man eh. Ja. Genau. So, und dann kommen wir zu dem ersten eigentlich richtigen Umbau. Mhm. Das ist, die beiden Fenster hier sind ja normalerweise übereinander. Und die habe ich so weit umgebaut, dass die Umrandung, es sind hier normalerweise grüne Teile unten und nur der Bogen ist in Tan und hier sind beige Teile unten. Das wurde geändert, damit die Fenster jeweils einfach gleich färbig umrandet sind. Mhm. Ja, und ansonsten die Terrasse blieb die gleiche, die kam nur halt, ja, Von der 24 Knopenbreite auf die 32 Knopenbreite. Ja. Das Fenster ist original. Das wurde nur ja, hier eingesetzt. Im Innenraum kam dazu der zweite Stiegenaufgang. Mhm. Die Teile waren alle da. Und im hinteren Bereich dann, ja, die Fenster waren da. Die Blumen waren da. Also das... Die Teile waren alle da, um es einfach so zu bauen, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, übernehme wieder und zeige einmal das Interieur. Das ist jetzt ein großzügiges Wohnzimmer, Schlafzimmer, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Genau, mit zwei Stiegenaufgängen, das ist doch eh hübsch irgendwie. Ja, genau. Ja. Genau. Mhm. Genau. Tatsächlich sogar der zweite Stiegenaufgang führt aber dann ins Nirgendwo, ne? Nein. Nicht? Nein. Achso, ja, doch, ja, du hast, ja, kenn mich aus. Also der eine ist hier. Genau, der eine führt rauf und dann drüben gehst du dann weiter in den nächsten Stock, genau, ja. Genau, dann habe ich hier, den Gehsteig habe ich jetzt da, weil er vorher hier die Stühle waren zum Sitzen, dadurch war aber theoretisch war der ganze Gehsteig verbaut, ja. Ich habe dann, ja, genau. Ich habe dann hier nur diese Bank wieder hergesetzt. Die Markise habe ich geteilt. Die war vorher 8 Noppen breit. Jetzt sind sie 2x4 Noppen breit. Ja, ich fand das ganz cool, wenn der Gehsteig so ein bisschen, wie soll man sagen, wenn der frei bleibt, damit man einfach gehen kann. Ja, klar. Ja. Das ist ja normal.
Straßenlaterne gibt es nur eine, es ist allerdings auch nur eine dabei. Also das eine Set hat keine. Mhm. Ja, ansonsten ist dann hinten der Gastgarten dazugekommen. Genau. Ich habe hier, es gibt leider nur drei so Zäune in den beiden Sets. Ich habe dann hier diese Teil Modifies, diese Grillfliesen eingesetzt. So quasi als, man könnte sagen, Regenablaufrinne, wenn man so will. Ein paar Pflanzen. Und der Baum, der auch vorhin bei einem der beiden am Gehsteig stand, der wanderte nach hinten. Diese grünen Fliesen sind von Q-Bricks. Ah, okay. Die habe ich dazu genommen. Aus, ja, Eigenbestand. Klar. Ansonsten ist es ganz gut geworden. Im Innenraum, auch hier, diese Verzierungen, die waren vorher vorne dran. Die beiden Lampen waren im Innenraum. Mhm. So. Innen ist das Ganze zusammengewachsen zu nur mehr einem Restaurant. Eine Bar wanderte hier unter die Stiege im Bereich der Eingangstüre. Und die zweite Getränkebar, wenn man so will, dann hierher. In der Mitte stehen zwei Stühle und der eine längere Tisch, die... Ja, bei dem einen Modular auch im Innenraum war, ich glaube, das war das römische Restaurant. Ja, ansonsten, der eine Eingangsbereich ist jetzt hinten quasi die Ausgangstür. Mhm, genau. Und vorne ist nur mal eine Tür dran. Genau. Ja. So, jetzt bauen wir das wieder zusammen. So ist das geworden. Ja. Und du siehst jetzt, der zweite Stiegenaufgang ist nicht fake. Ja, das stimmt, das stimmt. Sondern der... Ja. Der kommt jetzt hier hoch. Das musst du umdrehen, so. Richtig. Genau. Richtig. Das stimmt. Ja. Ja, doch, einiges geworden. Du hast jetzt das nicht nur rein aus diesen zwei Modulars gebaut, sondern du hast eben noch ein paar Steine dazu. Aber das hält sich doch stark in Grenzen und ich glaube, ein paar Teile hat man immer daheim. Ja, und ja. Vor allem, du hast es ja auch eingangs schon erwähnt, es wäre nicht notwendig gewesen. Naja, es kommt darauf an. Man hätte können. Diese eine Wand, also ein paar Steine, ich brauchte zum Beispiel hier zwei Stück solcher Teil-Modifieds. Die kamen dann von Lego noch dazu, aus dem Fundus. Die Wand, die hinten aus diesen Wangi-Steinen besteht, wäre vielleicht gar nicht notwendig gewesen, wenn man hier Schluss gemacht hätte. Ja, weil dann hätte man ja diese Teile alle gehabt hier, wo dieses Gebäude daraus besteht, das kleine. Mhm. Ja, genau. Mit dem hätte man ganz locker da hinten die Wand machen können. Richtig, ja. Das stimmt. Das stimmt. Also, die Frage ist halt, und dann, ja. Dann hätte man halt ein Flachdach gehabt im Endeffekt und, oder so. Ne? Genau, genau. Viele Modulars sind auch nicht höher als das. Das stimmt. Ja. Das ist richtig. Also, ja. Wie gefällt euch der Umbau? Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr davon hält. Für dich als Experiment, hat es Spaß gemacht? Ja, schon. Ja. Mir hat es gefallen. Mir hat es wirklich gefallen, ja. Mhm. Willst du das mit den anderen jetzt auch noch machen oder war es das vorher? Soll ich es machen? Naja, ja, weiß ich nicht. Ja, weiß auch nicht. Das musst du entscheiden. Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir sollen es wissen. Ja. Na, wir wissen das auch nicht. Da. Wir wissen das auch nicht, ne? Na. Schreibt in den Kommentaren, wie euch das gefällt. Hat der Jürgen das gut hinbekommen? Und wenn nicht, warum? Gebt es ihm ordentlich. Ja. Ich vertrage die Wahrheit. Ja, du brauchst das ja manchmal. Habt ihr schon mal so einen Umbau gemacht? Dann erzählt uns darüber. Vielleicht habt ihr da irgendwie etwas spielverkehrt gebaut. Gibt es ja auch so leid. Oder ja. Habt ihr zwei Modulars zu einem transferiert, wie auch immer, ne? Damit man ein bisschen Abwechslung hat in seiner Stadt, ne? Damit nicht jede Stadt gleich ausschaut mit denselben Gebäuden. Ne? Ja, willst du noch was sagen? Na, oder? Soll ich noch was sagen? Kommt denn nur Blödsinn raus? Richtig, ne? In dem Sinne, dann machen wir Schluss, das ist eh gescheiter so. Ja. Ne? Das Modular, hat das einen Namen für dich jetzt? Hast du da? Nein. Vorher war es ein China-Restaurant und römisches Restaurant und jetzt ist es. Jetzt ist es ein Restaurant. 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 Es ist ein Restaurant. Super Name. Ja. Sehr. Einfallsreich. Kreativ, ja. Ne? Das, passt zu dir? Ja, freilich, ja. Genau.
Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße. Danke. Euer Omni Klemmer.